da noch aus? Wo ist denn der? Ach, da. Zwergenschild, Zwergenharnisch, alles geborsten. Obsidian haben wir auch. Hier, sofort. Und los. Oh, da oben ist Frank. Und noch mehr Uroks, die gerade auf Kriegsfahrt wieder sind. Auf mein Schnellchen. Und los. Folgt mir. Folgt mir. Bereit. Sofort. Vorwärts. In die Schlacht. Geht weg. Schnell! Geht weg! Oh, sogar ein Steinwerfer ist hier mal, also ein Troll-Defense-Gebäude. Die Diener der Nacht sind hier! Sie kreisen uns ein! Schließt die Reihe! Wehrt euch, Schwestern! Das Feinde! Zu den Bögen! Feindlicher Angriff! So. Sie kreisen uns ein! Kann ich das dazu nehmen? Wir sind in Gefahr! Jetzt müsste ich nur noch einen Heilzauber der Stufe 5 finden. Also einen normalen Heilzauber. Oh, sehr schön. Feinde! Zu den Bögen! Noch mehr kaputtes Zwergenzeug. Wehrt euch, Schwestern! Sie kreisen uns ein. Mein Bogen für die Rune. Wir sind in Gefahr. So, jetzt ist das kleine Haupthaus weg. So, gucken wir uns währenddessen mal an, was wir hier gefunden haben. Die Droiden für die Elfen. Das ist die letzte Einheit, die uns gefehlt hat. So, und für die Zwerge, den Krieger. Oh. Auch nicht schlecht. So, gucken wir mal kurz. Droidin, Magier mit einer Robe, deinem Zweierstab. Zauber, Aura der Heilung. Oh. Ist schon mal nicht schlecht. Ist eine weitere Heilerin, also die Extremheilerin, sag ich mal. Und bei den Zwergen haben wir den Krieger. Nahkämpfer mit mittlerer Rüstung und zweihändiger Mondsilber-Axt. Ja, das ist der, den wir auch in der Schmiede verbessern können, dass er einen Rundumschlag kriegt. Was ihn zu wahrscheinlich dem besseren Offensiv-Nahkämpfer macht, während der Verteidiger halt die Fernkampf-Defensiv-Nahkampfeinheit ist. Also am besten ein guter Mix aus Kriegern und Verteidigern. Vielleicht noch ein paar Eliten dazu. Wenn man sich's leisten kann. Weil Eliten kosten sehr viel Mondsilber. Tach. Lügling, Lügling, Krager töten, Krager würgen, Krager töten den Dieb. Was habt ihr?
Krager Wache stehen. Krager tapfer. Aber Brager Schlechtling. Brager Lügling. Nimmt Kragers Feinstein und gibt nicht zurück. Wer sind Krager und Brager? Ich, Krager. Krager hält Wache vor Schatz von Brahir. Mutig, tapfer, aber Brager schlecht. Brager, Bruder von Krager, böse, stiehlt Feinstein von Krager. Schöner Feinstein, Geschenk von mächtigem Brahir für Krager. Brager Dieb, Brager Schlechtling. Und warum holt ihr euch den Stein nicht zurück? Das Krager tun wollen. Aber Krager muss Wache halten hier. Er nicht kann Bruder suchen. Verstehe. Nun, sollte ich zufällig auf euren Bruder stoßen, lasse ich es euch wissen. Das gut. Du suchen Brager und mir sagen. Ja, neue Quest, Riesenärger. Der Riese Krager vom Schwertfels hat sich mit seinem Bruder Brager zerstritten, weil dieser ihm seinen Feinstein gestohlen hat. Krager muss Wache bei einer Schatzhöhle halten und hat obendrein keine Ahnung, wo sich sein Bruder aufhält. Brager hat sich mit dem Feinstein aus dem Staub gemacht. Er versteckt sich wahrscheinlich irgendwo auf dem Schwertfels. Naja, die Riesen... Außer dem einen, den wir da getötet haben. Also vergiftet und getötet haben. Trauen sich die Riesen wahrscheinlich nicht so wirklich vom Schwertfels runter. Auf meinen Folgt Befehl! Mir. Schnell! Mir nach! Ja, hier gibt es jetzt hauptsächlich nur noch Käfer, nachdem wir alles ausgelöscht haben. Was? Sofort! Schnell! Vorwärts! Sofort! Ja gut, und Steinlinge gibt es auch noch jede Menge. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Schnell. Vorwärts. Aber ja, mit den Steinlingen haben wir ja zurzeit keinen Sofort. Streit. Noch eine Kiste. Gibt hier ja übrigens irgendwo bei den Wächtern. In der Nähe war ja auch noch eine Kiste. Ernsthaft? Also irgendwo hier auf dem Schwertfels gab es noch eine Kiste. Oh, ein Giftstacheling. Trotz intensiver Suche konnten nicht alle Pilze gefunden werden. Fragt Thorsten nach dem letzten fehlenden Pilz. Ja. Findet den Magenkrempling. Ja, ich gehe. Ich gehe. So, dann reden wir mal hier mit Brager. Dieser Riese ignoriert euch völlig. Er spielt gebannt mit einem glitzernden Schmuckstück. Ja. Okay. Fort mit euch.
dich. Ja. Kraga wird sicherlich dankbar sein für die Verstecker des jüdischen Bruders zu erfahren. Dieser hält sich hinter den Sees. Geht weg. Riesenspinnen. Ich gehe. Hier werden Bären, aber nicht viele. Also eigentlich nur Zierde. Stachling. Ja, genau. Runenkrieger, zu mir! Na komm, den einen wirst du schaffen. Sie sind überall! Hey, cool, da ist sogar der Ogre und der Troll unterwegs. Ich höre. Ich gehe. Und da ist auch der Minotaurus. Ja, wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, die Truhe ist auch wieder verschlossen. Ja. Diese Truhe hat keinerlei Schlüssel noch, nur eine stärkere Einlass und sich an der Vorderseite. Oh, auch gut. Ja, ich gehe. Oh, der ist auch übrigens wieder zugedeckt, der... Ich überlege gerade, wie mache ich denn das jetzt am intelligentesten, unintelligentesten? Ja. Oh, da ist auch noch ein Minotaurus gewesen. Okay. Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Aber ja, hier ist nicht, ja nichts in dem Gebiet. Ich will ja eigentlich hier hin. Oh, aber scheinbar kennt unser Avatar... Ah! Den Weg. Ja, gut. Da lang. Das ist eine gute Idee.
Schließ die Reihen! Ja, ich gehe. Ich gehe. Ja. Schlag sie zurück! Ja. Ja. Das war eigentlich jetzt nicht meine Absicht, da einfach durch die Mitte durchzumarschieren.